Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Moin schön. So, und ich habe das extra noch auf Pause gelassen, weil wir wollten erst noch was tauschen und dann fahren wir mit dem anderen Zug runter. Pass auf, wir haben uns das mal angeguckt. Ich möchte euch das natürlich auch nochmal zeigen, weswegen wir das machen. Erstens, pass auf, machen wir anders. Linie, Finanzen. Das Ding hier schiebt nur Minus, fährt aber volle Auslastung und die Bahnhöfe sind rappellvoll. Also haben wir uns das mal angeguckt, warum das so ist und haben gesehen, dass wie folgt. Pass auf. Dann haben wir uns die Vierteiligen und die Fünfteiligen angeguckt und die Vierteiligen kosten 3,36 im Jahr mit 83 und die Fünfteiligen kosten 3,7 Millionen im Jahr. Das sind 20 Passagiere mehr für 300.000. Und das ist eine Rechnung, da brauche ich nicht überlegen, das nachzurechnen. Und auch brauchst du auch kein Wirtschaftsinstitut oder einen Wirtschaftsprüfer, der dir das zeigt, für teuer Geld. Genau, das ist eine einfache Geschichte und deswegen passt das soweit. Ruf damit. Setzen wir die raus. Da ein Ruf, da ein Ruf. Kostet sogar nur 38 Mille. Denn sind wir sogar noch so toll. Oh. Jetzt habe ich zwei neu gekauft. Ja komm, dann lassen wir einen mit drauf und ersetzen einen alten. Obwohl, da sind ja Fahrgäste drin. Ne? Wir können ja, würde ich einen neuen rausnehmen. Ja. So, das heißt, das haben wir jetzt auch gemacht. Und da sind jetzt die Fünfteiligen drauf. Da passen jetzt mehr rein und die Kosten bleiben fast identisch. So, der Ölzug fährt ja auch gerade schon raus. Den wollen wir uns nochmal kurz schnappen. Hier von der Seite gesehen. Wunderbar. Und mit dem fahren wir jetzt mal mit und gucken uns mal die Zufahrt an. Denn, guck mal, da steht der andere Zug noch. Sehr schön. Und dann gucken wir uns jetzt das Ganze nochmal in Ruhe an und fahren mit bis nach Zittau. Und steht's, ja? Weil in Zittau muss ja auch nachher das Öl transferiert werden. Vom Hafen zur Raffinerie und zurück. Wir haben dort ja in der letzten Folge die ganzen Linien eingerichtet. Mit LKWs, mit Zügen, mit Schiffen. Alles ist unterwegs und das muss jetzt alles anlaufen. Die Nachfrage ist gigantisch. Wir müssen ja insgesamt jetzt 6 Städte mit Kraftstoff versorgen. Das heißt, die Produktion muss jetzt brennen. Okay, ist jetzt mit Kraftstoff vielleicht ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Aber also die Produktion muss jetzt glühen. Das ist auch mit Treibstoff ein bisschen... Naja, auf jeden Fall muss sie jetzt florieren, genau. Wir müssen ordentlich Blumen reinsetzen. Ah nee, das war Flora. Das Öl muss sprudeln. Batsch, macht nichts. Ist Spaß. Okay. Durch die Sprache, schwere Sprache. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Zug, der 120 km/h fahren kann. Das ist wieder die China Railways, die wir hier vorne dran haben. Die hat ja eine sehr gute Anzugswerte. Und mit denen wollen wir dann nachher den Berg, die 200 Meter Höhenunterschied, durchaus erklimmen mit dieser Lok. Das sollten wir durchaus gut hinkriegen. Und da bewegen wir halt dann auch halt ordentlich Öl, ne? Wenn die Nachfrage halt hoch genug ist und die 216 nicht mehr reichen, dann müssen wir natürlich sehen, dass wir dann einen weiteren Zug drauf kriegen. Bis dahin werden wir mit dem alleine erstmal ganz gut fertig. Hier sieht man auch, der Ölzug ist auch immer noch voll. Das heißt, die Nachfrage nach Kunststoff ist immer noch hoch und unsere Warenproduktion läuft. Ja, da wolltest du ja endlich auch dieses Druckverfahren mal in Gang bringen. Was für ein Druckverfahren? Für die Ölquelle. Ach so. Da kommen wir ja gleich dran vorbei. Dann kann ich hier kurz eine Brieftaube losschicken. Mhm. Nail Mail. Ja. Auf Deutsch Schneckenpost. Schön nochmal übersetzen. Dankeschön, Manu. Für diejenigen, die es nicht so kennen, was es ist. Ja, ich hatte mal einen Kollegen, der hatte immer zu E-Mails E-Mail gesagt. Ja, E-Mail. Aber hier, guck mal, fantastischen Bremsschikanen hier. Läuft wunderbar.
Und ich darf nochmal erwähnen, wir spielen seit über 70 Folgen mit einem Depot und das soll auch so bleiben. So, guck mal, können wir, während wir hier langfahren, kurz mal die Ölquelle anklicken, konfigurieren. Okay, dann müssen wir doch rüber switchen. Und da haben wir jetzt das Druckverfahren eingeleitet, geht jetzt auf die Produktion von 3600 Einheiten hoch. 3200, Entschuldigung. 1600 war vorher, 3200, das heißt, wir verdoppeln nochmal die Produktion, sodass wir hier wahrscheinlich noch die nächsten paar Züge draufsetzen werden. So wie da vorne gerade der Transferzug fährt, aber der wartet ja immer bis voll. Zumindest ein paar Minuten. Ach, das ist so herrlich. So viel Bewegung hier drin. Hier fährt der andere Ölzug gerade los, hier rechts von uns. Hier links ist unser Kohlezug, der jetzt Eisen holt. Boah, das ist so schön. So cool. Ja. Da ist der Eisenzug, der jetzt Kohle holt. Den haben wir ja ein bisschen kombiniert, damit wir die Ein- und Ausfahrten der Bahnhöfe bestens nutzen können. Herrlich hier, ich sage es euch. Autosave ist auch herrlich. Kann man sehr gut gebrauchen, sollte mal was schief gehen. Ups. Das hört sich gerade bei mir im Kopfhörer an wie ein Bremsgeräusch. Ja, ich komme immer damit gegen mein Mikrofon. Weißt ja, einmal mit Profis arbeiten, das ist ja... Kann ich dir leider nicht bieten. Oh, hier, und doch, hier ist er einmal auf 818 runter. Aber es ist wahrscheinlich bedingt Kurvenradius. So, hier gehen wir gleich mit rein in die Schiene. Auch hier eine saubere Weiche gemacht. Und jetzt geht es hier bergauf. Ungebremste 120. Also Personenverkehr geradeaus gebremst. Haben wir? Ja, der läuft doch wie 160 auf der Strecke. Ach so, ja. Jetzt fahren wir hier erstmal durch den Personenbahnhof durch. In den neu geschaffenen Tunnel. Nee, noch nicht. Ach nee, das ist ja erst der erste. Wir sind jetzt in Heidelberg. Stimmt. Jetzt kommen wir erst nach Zittau. Wie war das ab in den Odenwald raus in der Sächsischen Schweiz? Oh, da war ich auch schon mal. Sächsische Schweiz ist schön. Ich finde Odenwald schöner. Ja, kann ich nicht vergleichen. Ja, ich bin ja auf der anderen Seite geboren. Aschaffenburg liegt ja auf der anderen Seite. Da kommt ja der Spessart. Ja, ist nicht so meine Region. Da kannst du eher drüber erzählen. Also ich muss dir jetzt glauben, was du mir erzählst. Tja. Man könnte ja fast ein Rätsel machen. Da werden einige Zuschauer leider zu viele Vorteile haben. Das kann durchaus sein, ja. Deswegen. Wir machen hier nur faire Rätsel. So, jetzt sind wir durch Zittau und jetzt gehen wir in den neu erschaffenen Tunnel. Das haben wir auch erklärt, warum wir den Tunnel gebaut haben. Um Erdbeben auszulösen. Genau. Um Erdbeben auszulösen, ja. Unser einziges Ziel. Nein, natürlich, um die Emissionen oben aus der Stadt rauszuhalten. So, jetzt kommen wir in den neuen Bahnhof, in den Kraftstoff Raffineriehafen. Da haben wir ja hier oben die schöne Brücke drüber gebaut. Sehr cool. Da oben ist die Raffinerie, die sieht man noch nicht mal. Hier liegt auch schon Kraftstoff rum, zumindest sieht es so aus. Das war so eine nicht so schöne Ecke und dann habe ich mich mal mit ein bisschen mit dem Schönbau versucht. Ich wollte hier vorne auch noch ein klein bisschen dazu bauen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, wenn da jetzt wirklich was liegt und wir das da abholen wollen. Fahren wir jetzt aber auf dem falschen Gleis. Warum? Ja, Kapazitäten. Ja, das stimmt. Kann man ja auch noch ändern. Kann ja noch Schienen abreißen und erweitern den Bahnhof. Das habe ich ja hauptsächlich gemacht, damit wir da die Dinger auftürmen können.
Ich glaube auch nicht, dass wir so viel Kapazitäten als Anlieferer unbedingt brauchen. Hast du gesehen, die Bahnschranken waren fast zu. Mhm. So, jetzt fahren wir das erste Mal die Bergstrecke runter. In der so. War da hinten gerade Gewitter oder was? Auf dem See? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Sehr, sehr interessant aus. Ja, ne? Finde ich auch. Das war durchaus sehr interessant. Und interessant ist auch der Bahnhofsbau in Hannover. Muss ich sehr, sehr, sehr positiv berichten. Dabei habe ich mich wieder selber überrascht. das Güterterminal für die LKWs. Muss ich sagen, bin ich echt sehr begeistert worden. Den supporten wir natürlich im Moment noch. Wir müssen den noch durch andere Einnahmen so ein bisschen mit unterstützen. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Sieht echt gut aus. Wurde mir schon wieder Zauberei vorgeworfen, habe ich gehört. Ja, ich habe da auch Stimmen von Hexerei und Okkultismus gehört. Oha. Langsamfahrstelle drin? Eigentlich nicht. Da müssen wir gleich gucken. Hier ist das Depot. Ah, oh, da fahren schon LKWs. Schön. Können wir noch ein bisschen absenken, damit wir auch die Straße und die LKWs sehen. Guck mal, da fahren die LKWs gerade. Wunderschönen Scanias. Da muss ich nochmal gucken, nicht, dass wir da irgendwie einen Zinken drin haben. Das wäre ja fatal. Da sind die Dinger wieder so. Auseinandergemalt, ne? Sieht man das? Ja. Das bauen wir gleich anders, wenn der Zug da durchgefahren ist. Dann reißen wir das nochmal ab und bauen das nochmal eben neu. Aber das ist nicht wieder passig angedeckt. Ja. So, jetzt noch mal gucken. Jetzt passt es. Jetzt ist es gleichmäßiger. Habt ihr den Unterschied gesehen? Ja, wenn die Schildchen nicht parallel stehen, dann wird es schwierig. Kann es passieren, dass es durchaus schwierig wird. Ja, sehe ich auch so. Da müssen wir gleich noch mal gucken, ob auch alle Schiffe hier schon angekommen sind. Hier wollen wir auch, wenn wir hier rausfahren, dass wir schon aufs Meer gucken können. Deswegen smooth sich das Terrain noch ein bisschen. Hier steht er davor. Was sagt er hier? Ach, guck mal, hier liegt ordentlich Öl rum. Der hat auch schon. Oh, der hat voll den Zug. Das ist gut. Und das erste Öl ist auch schon zurück, das raffinierte Öl. Das heißt, der Zug kommt jetzt hier unten an. Hat der auch schon mit? Ne, hat er noch nicht. Okay. Den wollen wir nochmal kopieren. Richtig? Oder verlängern. Und da hast du ja noch Luft. Stimmt. Aber ich würde trotzdem, na gut. Hatte ich schon im Video drin, deswegen hat sich nichts getan. Ich wollte auch nochmal mit ein bisschen draufklicken, ein bisschen. Aber denk dran, wenn das jetzt leer, wenn du jetzt was dran hängst, dann kann es sein, dass er leer ist. Jo. Schicken. Dann kann ich ihn umdrehen und zurückschicken, genau. Oder 240 Meter waren es da, glaube ich. Ja, bin ich auch der Meinung. Ich mag die grünen Wagen. Warum nur? Warum nur? Passt soweit. Aber weißt du was? Wir haben 80er Loks dran und 120er Wagen, ne?
Müssten wir eigentlich tauschen. Hat man nicht diese ukrainisch-russischen gehabt, die langsamer waren? Die haben wir auch noch nicht drauf, die Loks. Ja, aber die haben auch nur eine sechsfache Ladegeschwindigkeit. Weil sie sehen schick aus. Eine ukrainische Lok, sagst du, ja? Nee, Waggon. Achso. Passagierwaggons, ja, auf jeden Fall. Ukrainische? Oben? Nee. Und so Vierachser. Weiter unten, oder was? Ja, weiter unten. Weiter unten. War ein Tankwagen. Den hatten wir damals zwischen Wolfhausen und eingesetzt gehabt. Das sind ja die mit den großen Kapazitäten. Die wollten wir eigentlich nicht nehmen. Ach, die hier wahrscheinlich. Aber die haben auch so riesen Kapazitäten. Der ist aber gar nicht so schlecht mit 28 Kapazitäten. Der Sit Tanker. Das AGIP unten drunter. Ja, der hat 15 Kapazität. Wiegt wie viel? 16 Tonnen. Wird fast den nehmen, weil er ist ja kürzer. Du kriegst aber für ein Drittel mehr fast das Doppelte an Kapazität. Ja, stimmt auch wieder. Auch ein 120er, geh nochmal weiter hoch, vielleicht hast du noch was anderes. Also wir haben keine 80er. Da ist er doch, Kesselwagen unter dem blauen. Ach, den meinst du? Oh, der wiegt leer 30 Tonnen. Okay, dann forget it. Und dann gehen wir nochmal weiter hoch, ob wir noch was anderes haben. Dann kommen die ganz kleinen. Ne. Aber ich würde schon fast die erste nehmen. Die haben 36 Kapazität. Ja. Und haben auch geschwindigkeitstechnisch ganz gut. Für die Kapazität Öl, Brennstoff, ja. Genau. Aber müssen wir auch eine Lok haben, die 160 fährt. Ja, 120 fährt. Ja, vom Bürgermeister war halt nur die 80 km/h im Moment freigegeben. Okay, dann nehmen wir die weiterhin. 240, ne? Aber 216 ja. Kapazität. Achso, ich kann auch ein paar andere nehmen, ne? Mein Gott, Walter. Tauschen. Ach, guck mal, da oben ist er. Und leer. Aber auf dem Rückweg ist es jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Hatten wir jetzt schon irgendwas mit? Nö. Ja. 182. Dann sollten wir hier vielleicht auch noch eine zweite Lok draufsetzen. Am zweiten Zug, ja. Zweiten Zug, genau. Das hat schon 75 mit. Klack, kopiert. Und trotzdem bei einer Milliarde, Alter. Wir haben gerade einen neuen Zug gekauft, oder nicht? Ja. Also tiny little ones. Du wolltest doch noch einen Zug für Transport City Öl. Stimmt. Müssen wir gleich mal gucken, wie der Bahnhof aussieht. Mittelmäßig. Klingt, als wenn er Luft verliert. Ja, da müssen wir noch einen zweiten draufsetzen. Ich hab doch schon einen. Ach nee, hab ich noch nicht. Hab ich schon nee. Bestellt? Nee, hatte ich nicht bestellt. Nee, den hast du nicht bestellt, weil 80 km/h waren dir zu langsam. Genau. Zu zuführen. Also das heißt 9.
Sag mal so einen kaufen und dann gleich austauschen. Ja. Können wir irgendeinen nehmen. Irgendwas, was schnell fährt. In 160er? Ja, hier, zack, bumm, kaufen. Fertig. Gut. So, auf welcher Strecke waren jetzt keine Signale? Auf der Hannover-Zittau. Oh, wage ich zu bezweifeln. Und hier im Tunnel brauchen wir nicht viele, weil das ist nur das Zuführungsgleis. So, jetzt bin ich gespannt. So, und Lager am Hafen war dann noch die Frage am Bahnhof. Dass nicht zu viel verloren geht. Ja, das am Hafen, das können wir, glaube ich, gar nicht großartig beeinflussen. Nee, nee, ich meine jetzt am Bahnhof oben. Der ist. Am oberen Bahnhof? An dem an dem Hafenbahnhof. Hier wäre. Leipzig oder Hannover? Leipzig. Aber Hannover müsste es da auch aufbohren, weil das ist interessant. Was bringt ein Schiff maximal rüber? 376 oder so. Dann aufs Gelände drauf. Ich weiß auch nicht, wenn wir da jetzt noch was nebensetzen, ob das zur Kapazität beiträgt. Ich glaube nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht. Aber es wäre interessant herauszufinden. Weil solange wir da kein weiteres Terminal ransetzen, kann es sein, dass es da dann zugehört. Aber es scheint nicht so, weil hier sind ja die länglichen Streifen drauf. Das heißt, das ist ein Anlegeterminal und hier nicht. Hatten wir hier Warten außen? Wir doch einfach mal ab. Hatten wir hier außen Dings dran? Nö. Genau. Warten wir ab. Gucken wir uns an. Weil hier sind jetzt ja schon erste rückführende Güter dabei. Sind wir auch noch gar nicht mitgefahren. Stimmt. Wollen wir uns die Schnecke mal angucken, ne? Ah, da war der Hinweis, Signal auf Schwerin, Aschaffenburg. Ach so, das kann gut sein, ja. Okay, vor der Brücke schon fast Topspeed. Stimmt, Topspeed ist ja 80. Da hinten ist Leipzig. Schwerin. Da drüben ist Hannover. Dann wollen wir uns mal jetzt angucken, was wir hier hingezaubert haben. Die Wände haben wir uns ja noch nicht angeguckt. Die Kehre. Ist ja keine Wende, ist eine Kehre. Man lernt ja so viel, ne? Also ich habe letztens ja auch wieder das, was wir verlost haben, hieß nicht strählen, sondern strahlen. Wurde das, wird das ausgesprochen. Das E wird wohl nicht mit ausgesprochen. Wollte ich auch nochmal gesagt haben. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, was wir noch lernen könnten, also ich, Manu ja nicht, Manu kann ja alles. Dann schreibt es ruhig gerne in die Kommentare. Ich lese alle, Antworten schaffe ich leider nicht bei allen. Aber ich versuche alles hinzukriegen, echt. Ich bin da sehr versucht. Ach ja. Das Zeug müsste jetzt auf dem Hafen runtergeladen werden. Genau, das wird jetzt auf dem Hafen runtergeladen. Und da ist schon das Schiff und lädt es auf. Da müssten wir eigentlich auch fast sagen, warten bis voll eine Minute. Habe ich auch schon überlegt, ja. Die
Linie verwalten. Schwerinhafen. Aber 2 Minuten. Irgendwann kommt da auch was Leistungsstarkes drauf, hoffe ich. Ja, das musst du mit dem Bürgermeister ausmachen. Da hast du angeblich einen ganz guten Draht. Sperriner Rathaus. Ja, Klingeldraht. Hatte da ja einen Mordvorschlag gemacht. Hattest du? Der Bürgermeister Schwerin mit 100 km/h. Ja. Hat er mir schon übermittelt. So, oh, anscheinend hast du 3 Millionen Güter transportiert. Ja, ist ja jemandem aufgefallen. Und 500.000 Passagiere. Wo Passagiere? Wir müssen ja dann nochmal kurz gucken nach Transport City, wie der Zug sich jetzt entwickelt hat, die Linie nach Schkopau. Die Kosten können wir gleich mal gucken. Das ist bestimmt eine spannende Entwicklung. Kosten nutzen. Also ich war ja sehr erschrocken, dass das Ding immer Geld kostet, obwohl wir ja das, wenn es mal ausgebremst wird, dann bremst er ja höchstens auf 120, aber ist ja immer voll gewesen. Und das ist ja richtig Strecke, was wir da gekriegt haben. Mhm. Also, das ist schon krass. Müsste ja demnächst auch der Gegenzug zu sehen sein. Der dürfte auch demnächst ja einfallen, ja. Lass mal den dann gleich tauschen. Und links müsste auch demnächst der zweite Zug drauf fallen. Da liegt ja auch schon ein bisschen was. Könnten wir eventuell das mittlere Gleis wegnehmen und als Lager mit benutzen. Komplette Plattform. Ja, dann müsste beide Gleise wegreißen. Ja, ja, genau. So, der rechnet sich auf jeden Fall schon mal. Im Gegensatz zu vorher. Und jetzt? So, dann gucken wir mal. Stimmt, hier fehlen noch ein paar Signale. Können wir noch mal ein paar draufsetzen. Gleichmäßig, ungleichmäßig. Ja, und wir brauchen einen Öl, wir brauchen noch einen Ölzug. So, da ist der zweite Zug und der andere steht schon hier hinten im Anschlag und wartet auf freie Wege. Ja. Ein oder zwei? Ich würde fast schon zwei setzen. Ja, dann haben wir aber Verkehr da auf der Strecke. Wir rentieren und du bist mal wieder sauber unter einer Milliarde, also nur noch 800 Millionen. Was hat ein Einsatzzug gekostet? Ein Honey. Honey. Was? Ah, ein 100er, okay. Ja. Ja. 100er. Hier liegt auch noch einiges rum, das kriegt er ganz gut weggeackert hier. Der hat jetzt immer vollen Zug, der macht auch Einnahmen ohne Ende. Wollen wir uns nochmal die Linie angucken, was die im Moment macht. Hier sind schon, die Reiter sind schon bei 100, bei 50, 100, 150 Millionen. Also sie liegt so bei gutem Wetter so bei 25 bis 30 Millionen. Da kommt jetzt schon die Frage, 6 Züge, können wir die nicht wirklich nicht länger machen? Könnte man auch machen, ne? Würde einen runterholen und es länger machen? Müssten wir mal gucken, was oben die Bahnhöfe hergeben.
Also um die Bahnhöfe. Stimmt, wir müssten einmal gucken, was gibt der was hier. Ich glaube, das war der Begrenzende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 320 Meter. Wir sind auf einer Länge von 240 Meter. Da wäre also noch Luft. Und der hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 320 Meter ist die Begrenzende. So, und unten in Transport City? Da wäre voll Aufgebot. Da höre ich bei 8 auf, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, der Öl ist nicht ganz so lang. Oder doch, ist genauso lang. Und Transport City ist ja auch voll aufgebohrt. Also off-board. 320. Das müssten die hier abfangen, wenn sie den Kunststoff abgeliefert haben, oder? Ja, zum Aufbohren. Mhm. Das stimmt. Dass das hier alles so flutscht, ey. Dass der alles mitkriegt. Schrobbauversorger und das ist der andere. Der ist gerade weg, hat 10 mitgehabt. Dann kannst du auch nochmal zurückfahren, die restlichen abholen. Also echt mal. Da war aber nichts auf dem Ladungspapier gestanden. Ist egal. Jetzt steht's da. Verweilen wir hier ein wenig. Und auch immer schön darauf achten, dass ihr, wenn ihr vorne einen Zug einfährt, dann könnte das unser sein. Ups, 10 Millionen. Dann kommt der nächste. Mit dem Zug voll Waren. Okay, die Anlage läuft. Boah, alter Schwede. Boah, der macht 10 Millionen plus. Okay. Irgendwas machen wir, glaube ich, richtig. Aber irgendwie kommt hier kein Ölzug an. Haben wir irgendwo Verstopfung? Ne, da kommt einer. Ich hoffe, der hat genug Kunststoff dabei. Okay, reicht für den Anfang. So, was machen wir denn? Einen dranhängen oder was? Ja, so dass wir 320 Meter hinkriegen. Auf volle 320 Meter oder was? Ja, würde ich sagen, bei der Masse. Okay. Lass ihn mal ausladen. So, dann können wir dieses Fahrzeug verwalten. Na, guck mal, was wir da noch dran gehängt kriegen. Was sind das alles? Vierer, ne? Vierer, glaube ich. Könnte man ja auch mal vergleichen, aber ich glaube, da haben wir schon mal geguckt. Ja, da haben wir verglichen, das bringt kapazitiv nichts. Ne, auch preislich nichts, ne? Ne, preislich nicht und längentechnisch war es genauso. Ich meine auch 2,5, 3, 3, 4, 2. Mhm, genau. War proportional. Ja. Also können wir jetzt die Vierer rausnehmen. Okay, 3 Fünfer bringen es. 4 Fünfer schaffen wir nicht. 350 ist ein Vierer. Auch zu lang. 336 ist auch zu lang. Ein Dreier hinten drin, oder? Ja, passt. Strich 320 Meter, 850 Kapazität, Alter. Reicht für den Anfang. Muss die Lok nur noch einen Berg hochkommen. Guck mal, Stahl liegt jetzt auch hier. Der bringt jetzt gleich. Guck mal, der holt gleich Stahl wieder weg. Das ist oh, Wahnsinn. Läuft wie Sau.
Müssen uns nur noch was überlegen mit der Leistung, ne? Ja. Da müssen wir mal gucken. Da könnten wir aber auch mit einer Euro-Dual arbeiten. Einer? Also einer doppelten. Ach, eine doppelte! War ich ja schon drauf vorbereitet. Eine vorne, eine hinten? Nein. Wir ziehen den Berg hoch, ne? Ja. 14.000 kW. Vamps. Leider sind jetzt die Waren weg, aber das ist jetzt leider so. Was sagt jetzt hier Details? Gut. Also beim nächsten Umbau. Gut. Müssen wir doch auf Vanilla-Gerät umsteigen, bis wir das rausfinden. Ja, das stimmt. Ups, das wollte ich gar nicht. Gott, auf schnell gestellt hier. Am Berg anfahren. Jetzt ist er 4 Meter zu lang, war die Aussage. Echt? Mhm. Ich glaube, die 4 Meter kriegen wir hin. Da war ja eigentlich bis auf Transport City immer nur durchfahren. Ja. Ja. Genau, hier fahren Sollte wir auch da. Nur durch. Also wir Transport haben kein Wendegleis. Transport City ist ja sowieso länger. Also. Genau, und hier fahren wir rein. Da fahren wir auch durch. Da ist schon der nächste gleich für uns. Und hier fahren wir auch durch. Der ist sowieso größer. Der ja. Also sollte kein Problem sich darstellen. Ja, wir könnten den Zug auch länger machen, für diejenigen, die jetzt auf die Idee gekommen sind. Aber das lohnt sich eher nicht, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass die außerhalb des Bahnhofs entladen werden müssen. Ja, dann warten wir mal auf den nächsten, dass wir keine Waren verlieren beim Umbau. Erscheint gleich. Also langsam wird es eng mit der Laufzeit hier der Folge. 37,40. Viel schlimmer ist, mein Kaffee ist gleich leer. Oh nein, Manu. Das ist noch das fehlende Element, Kaffee. Als Ware. Es gibt ja mehrere Waren, aber wäre vielleicht noch etwas für eine weitere Staffel. Die ich noch nicht sehe. Wir haben noch ein paar Städte vor uns. Genau. So, als nächstes wollen wir den umbauen. Also alles raus. Loks auch gleich mit wegwischen. Ein Vierer brauchen wir. Denn 1, 2, 3, 5, ne, 2 Fünfer. Und ein Dreier. 117 kostet einer. Aufrüstung, 140 neu. Mhm. Oh, ist wir ab. Wo ist die, achso, die ist da drin. Ich wollte gerade sagen, wo ist die zweite Lok? Habe ich die vergessen? Nein, habe ich nicht. Da sind zwei. Vorne. So, und nochmal, um drauf zurückzukommen. 41 Jahre alt, weil ich den einen behalten habe. Ja. Ist der ganze Zug 41 Jahre alt. Tja. Das muss ich aber gucken, weil wir müssen ja die ganze Zeit die Wagen vollkriegen. Das heißt, da muss hier übermäßig viel lagern. Das heißt, wir müssen alles, was da rumliegt, immer hier rüber. Und hier müssen wir halt ein bisschen Verlust machen. Das ist dann halt so. 66% wird nur transportiert. Kann natürlich jetzt besser werden mit den großen Zügen. Ja, der Bahnhof muss jedes Mal leer geräumt sein, wenn der Zug wegfährt im Endeffekt. Genau. Ah, da kommt der erste Großraum. Wagen. Fahrzeug.
Zwei Signale hintereinander ist auch schön. Der, dass der Lokführer sich versichern kann, der ist wirklich frei. Ist er frei? Ja, ist wirklich frei. Ah, okay. So, was mich jetzt aber noch interessiert. Ah, das wollte ich sehen. An. Kraftstoffproduktion läuft. Das wird auch schon ausgeliefert. Genau. Das heißt, unser Städtli-Zittau kriegt schon Kraftstoff. Ah, genau, so muss das. Gut. Da will ich mir nochmal die Schrankwand, die jetzt hier fährt, angucken. Und dann wollen wir uns gleich nochmal die Werte angucken, wie der sich so leistungstechnisch verhält. Jetzt kommen schon Bittbriefe aus Schwerin und Leipzig. Kriegen wir jetzt auch mal Sprit? Sehe schon, für die nächste Folge haben wir noch genug zu tun. Haben wir auch. Kommt schon den Berg hoch. Ohne Probleme. Ja, noch mal gucken, ja. Das wird ein schönes Thumbnail. Gut, meine Lieben. Das war es eigentlich soweit von dieser Folge. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Ich bin gespannt, wie das Ganze mit der Kraftstoffproduktion weitergeht, wo es jetzt fehlt und wo wir noch ein bisschen nachbessern müssen. Wir sind jetzt hier noch nach und nach am Investieren. Ich denke, wir sind ganz gut dabei, dass wir immer nach und nach mal ein paar Züge erneuern. Nicht, dass wir hier, wir haben jetzt Einnahmen von minus 330 Millionen. Das ist natürlich ein herber Kostenfaktor. Da müssen wir erstmal gucken, ob sich das Ganze rentiert. Das sehen wir aber dann in einer weiteren Folge. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Vergesst das Däumchen nicht und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.